dass man jemand anderen oder halt so pflegt. Vielleicht zum Beispiel, man findet einen Hund auf dem Gehweg, weil da hat er keinen Besitzer. Und dann nimmt man den halt zu sich nach Hause mit und pflegt ihn da dann. Es gibt zum Beispiel auch eine Hautpflege, dann pflegst du deine Haut. Oder zum Beispiel auch Sonnencreme, die schützt deine Haut, dass du keinen Sonnenbrand kriegst. Oder halt, wenn man im Altersheim dann ist, dann die... Kann man den Alten helfen. Ja, also, dass dann die Arbeiter sozusagen, die da arbeiten beim Altersheim, dann den alten Menschen dann helfen. Habt ihr eine Idee, wer das bezahlt? Vielleicht die Versicherung. Die Pfleger, so, die dort arbeiten. Eine Option ist schwierig zu erklären. Zum Beispiel beim Fußball sagt man jetzt vielleicht letzte Toroption. Also wenn dann einer zum Beispiel den Schuss nicht ins Tor kriegt, dann ist das das Fußballspiel vorbei. Also dass man vielleicht die Option hat, ob man es jetzt pflegen lässt oder nicht.